Hallo und herzlich willkommen bei The World of Warcraft. Wir waren ja zuletzt hier bei den Kapitänen stehen geblieben und wir müssten eigentlich dann erstmal hier hinlaufen, weil wir brauchen da 5 Schluchten Schlamm für den Leuchtturm. Da gehen wir jetzt auch mal ja, hin. Und gleichzeitig werde ich aber auch mit euch gleich die INI, also Dungeon, anmelden. Ich hoffe, ihr freut euch, weil ich freue mich auf jeden Fall, mit euch dann die nächste Dungeon zu machen. Ich hoffe, ich renne jetzt hier keinen Gegner in die Arme, weil das ist ja immer so, dass ich halt irgendwie die Gegner in die Arme renne, was eigentlich nicht beabsichtigt ist. Jetzt wird jeder sagen, aha, ja, wenn du meinst, aber es ist wirklich so, weil ich habe nicht so den Blickumfang, wie ich es in The Elder Scrolls Online gewöhnt bin. Oh. Daher gucke ich schon, dass ich hier so gut es geht, den Gegnern wirklich sehr, sehr weit ja, auf jeden Fall nicht gleich in die Arme renne, weil das ist nicht gerade schön. Und da muss ich ja auch selber gucken, wie ich das am besten mache. Gerade wegen den Vögeln hier, die hier angriffslustig sind. Ja, angriffslustig. Aha. Ja. Ich hatte ja über 2 Stunden, 32 Minuten die 10. Folge von The Elder Scrolls Online rausgebracht. Aber aus dem Grund schon war das die Folge deswegen so lang. Zum einen, weil ich mit euch unbedingt in die Dungeon wollte, damit ihr mal eine von vielen Dungeons sehen konntet. Und natürlich werde ich das dann auch so abwiegen, dass ich dann halt. Dass ich halt wirklich dann öfters in Dungeon gehe. Genau, ich werde dann halt öfters in die Dungeon gehen. Mit euch, damit es nicht für euch so langweilig ist. Und daher habe ich mir beschlossen, also habe ich halt dann beschlossen, nicht jetzt jede Folge Dungeon zu gehen, weil dann komme ich mit den Quests eigentlich nicht mehr hinterher. Was ist das jetzt? Physischer. Ah, okay, Schrei. Okay. Und wir sind jetzt schon Level 18. Hey, also wir steigen wirklich schon Ich brauche ein Ziel. gut auf. Ich will jetzt eben die Quest hier machen und dann geht's auch in die nächste Dungeon. Gut, dass die nicht rot sind, weil dann werde ich nicht ständig angegriffen. Das ist schon mal ein Vorteil. Weil, wenn ich jetzt irgendwo zu jemandem hinrenne und der dann, ja, tralala, so angriffslustig ist, so wie die Vögel, dann würde ich gar nicht erst weiterkommen. Und ich gucke hier gerade schon extrem, oder ich bin wirklich sehr vorsichtig, dass hier keiner der Gegner mich angreift oder mich so sieht, dass er angreifen könnte. Daher, ja, daher mache ich das ja auch so. Und ja,
Ich weiß nicht, wo war da jetzt schon mal. Ah, hier ist die Dungeon. Okay, ich melde mich jetzt schon mal für die zufällige Dungeon an, weil bis wir da genug Spieler gefunden haben, dauert das ja auch noch etwas länger. Und ja, ein bisschen Zeitvertreib gehört ja auch noch dazu. In der Zeit können wir halt die Quests hier weitermachen, bevor wir dann wirklich in eine Dungeon kommen, weil dauert halt, in World of Warcraft dauert das halt extrem, da irgendwie eine Gruppe zu finden. Und es steht zwar etwas länger als eine Minute, okay. Aber okay, man wartet. Also ich warte jetzt einfach mal und dann schaue ich mal, wie lange es wirklich dauert. Ja, noch 2 Level und ich kann in Sturmwind das Reiten erlernen. Etwa ein Fortschritt. Und darauf freue ich mich am meisten, dass ich wirklich dann Stufe 20 werde. Bin in zwei Level noch aufsteigen muss. Und dann kann ich endlich reiten lernen und ja, und ich habe auch schon ein Reittier, was ich liebend gerne euch präsentieren möchte. Nur, natürlich tauche ich wieder. Oh, das ist manchmal richtig weird. So, ja. Das Feuer wird ohne der Schlamm nicht sehr lang brennen, Miss Yaham. Früher haben wir Öl benutzt, aber das war schwer zu beschaffen. Ja, wir haben das. Ich muss euch für euren Mut loben, Priesterin. Die Felsen an der Küste Westpfalz werden dank eurer harten Arbeit beleuchtet sein. Solange das Feuer brennt, werden viele Leben verschont bleiben. Mein Tod an diesem Strand war unnötig. Meine Aufgabe im Jenseits ist es, dafür zu sorgen, dass niemand dem gleichen Schicksal erliegt. Dann nehmen wir den Mana-Trank, weil Heiltrank brauche ich ja nicht unbedingt. Und auch, ich kriege beide. Einmal Ausdauer und Intelligenz. Gut. So, eine Quest haben wir schon mal fertig. Entschuldigung. Jetzt nehmen wir Ärger an der Küste. Gut gemacht, Nisja. Ihr habt ein ziemliches Talent für den Kampf. Dank euch ist die Küste Westpfalz jetzt sicherer als zuvor. Gern geschehen. Habt ihr der Bedrohung namens Trübauge schon den Garaus gemacht? Er ist gesehen worden, wie er an der Küste vom Westpfalz umherstreifte. Haben wir... Also ist Trübauge, dieser garstige Heide, endlich tot. Gut gemacht, Miss Yaha. Durch eure Hand ist ein Leben beendet worden, doch vielleicht wurden gerade durch diese Tat viele weitere Leben gerettet. So gefährlich das große Meer auch ist, diese Nacht wird es dank eurer heldenhaften Tat ein wenig sicherer machen. Cool. Ja, filtern. Achso, ich habe nur einen, ne? Zauberstab, Distanz. Ich habe hier... Ich glaube, ich nehme das hier mal. Weil ich weiß jetzt nicht, kann ich das mit ausrüsten? Ah ja, okay, ich konnte das mit ausrüsten. Das ist schon mal gut. Das hier will ich nicht gerne machen. Oh, und natürlich haben wir jetzt genau passend, na nicht ganz passend, weil ich habe nicht so viel Platz. Oh, und leider sind wir wieder in die Todesmine gekommen. Aber ja, es ist halt Seid so. Seid gegrüßt. Und ja, wir machen halt erstmal das Beste draus. Mal schauen, wie der Tank da ist. Vielleicht mache ich ja auch eine Folge noch zusätzlich, wie wir noch in die nächste Dungeon kommen. Und ich hoffe mal, es ist nicht Todesmine.
weil das wäre schade eigentlich, dass wir dann mehrmals in die Todesmühle gehen. Aber okay, ich dachte ja eigentlich, ich komme mit euch in Flammschlund rein. Das ist auch eine Dungeon für den Anfang. Und ja, aber leider wollte es die Zufallsdungeon halt nicht so, wie ich es gerne möchte. Aber das ist auch nicht jetzt so tragisch oder so schlimm, finde ich. Und irgendwie ist das hier gerade extrem laut, finde ich. Ja, auf jeden Fall, der Tank ist etwas angenehmer als beim letzten Tank, bei dem Paladin, muss ich ja echt sagen. Weil bei dem Paladin hatte ich wirklich extreme Schwierigkeiten. Wie er das ja bei der einen Folge, ich glaube, das war bei der letzten Folge sogar, wie ihr das ja erfahren habt, war das ja extrem, wo ich selber sagen musste, verdammte Hacke, man kam wirklich mit der Heilung nicht wirklich so klar. Und das ist auch das sehr gut, ja, und jetzt sehe ich natürlich den Tank nicht, damit ich ihn heilen kann. Das ist halt wieder die Situation, die ich erwähnt hatte, dass der Tank entweder zu weit vorrennt oder in meinem Fall sich versteckt. Also verstecken in dem Sinne von wegen, ach ja, ich verstecke mich mal vor der Heilerin, mal schauen, ne, ob die mich findet. Aber das Problem ist, wenn der Tank tot ist, dann werden alle sterben. Oder die meisten halt. Ich auf jeden Fall, ich werde definitiv dann sowas von sterben in World of Warcraft. Und zum Glück kam das noch nicht so, oder kam das gar nicht vor, dass ich, ja, natürlich hatte ich Wiege da mal nicht. Zum Glück kam das ja nicht vor, dass ich irgendwie gestorben bin. Zum Glück. Also da muss ich wirklich sagen, zum Glück aber auch. Weil ich müsste mich auch mal heilen. Weil ich das noch rechtzeitig verhindert hatte. Aber ganz ehrlich, es war auch nicht. Ich stand schon öfters kurz davor. So wie ich das jetzt in Erinnerung habe. Und ja. Okay. Gerade eben, also der Tank ist zwar angenehm in Heilen, aber dadurch, dass er wieder meilenweit vorrennt, habe ich nicht die Möglichkeit, ihm wirklich noch den Heil zu geben. Und er ist jetzt Mönch. Okay, er ist ein Mönch. Und ich muss auch hier gleich mal die Eule hier das ist das, was ich meine, weil wenn ich jetzt jemand anderem heile und ich den Tank aber nicht hoch nicht alleine heile, dann ist nämlich genau das, was ich gemeint hatte, von wegen, dass er dann direkt drauf geht. Und das ist, oh. Also, aber vorhin war er wirklich angenehm zu heilen, gerade bei dem Boss. Aber jetzt so, wenn er Gruppe angreift, oh, Leute, ganz ehrlich. Also man hat es als Heilerin echt nicht einfach, bin ich ehrlich. Weil man kann sich wirklich nicht nicht auf die anderen Spieler konzentrieren, dass die auch mal heil kriegen. Man muss hier gerade echt nur bei den Heiler sein, damit er ja nicht stirbt, was eigentlich gerade richtig doof ist.
Aber okay. Ich kriege es aber dennoch irgendwie da irgendwie hin. Also, das muss ich ja lassen. Also, ich kriege das wirklich noch so weit hin, dass ich den Tank hier trotzdem noch hochheilen kann. Was? Ja, auf jeden Fall, er frisst sehr viel Schaden. Also, man sieht es hier auch an seinen Lebensbalken, dass er wirklich nicht gerade wenig futtert. Und ja, ich kann mich ja noch nicht mal heilen, weil wenn ich mich jetzt schnell heilen würde, könnte ich den Tank echt nicht hochhalten. Und das ist, ich weiß nicht, es ist einfach, wo ich selber sage, verdammte Hacke, ich verbrauche mehr Mana als alles andere. Und ja, das ist halt dann mein Problem halt, von wegen, dass ich ja, und jetzt werde ich natürlich mit angegriffen. Jetzt kann ich mich eben schnell noch hochheilen. Ich muss hier den anderen auch mit heilen. Ja, das ist jetzt bei mir das Problem. Oh, Leute, ganz ehrlich. 75. Also ich habe gleich wirklich kein Mana, weil ich muss mich wirklich nur hier auf den Tank konzentrieren, während die anderen wirklich wenig ja, ich würde hier gerne weg wollen. Ja. Jetzt kann ich aber erstmal mit oh, gut. Also ich habe eine Armschiene bekommen. Ja, wo ist die denn jetzt? Ach da. Super, perfekt. Also das, da bin ich jetzt echt froh, dass ich wenigstens eine neue Armschiene bekommen habe. Ja, wie ihr wisst, habe ich ja hatte ich ja in der letzten Folge bei der Dungeon ja so gar keine Rüstungsteile bekommen. Ja, so gut wie gar nicht, sondern nur drei. Ja, genau, drei. Und oh, Leute, ganz ehrlich, ich habe mich teilweise nicht geärgert, aber es war wirklich schon frustrierend, aus dem Grund schon alleine, weil ich ja Rüstungen brauche, damit ich besser heilen kann, und hinterher habe ich gar nichts bekommen. Nur halt diese drei Stück, wo ich selber gedacht habe, okay, das ist jetzt nicht gut. Und dann war ich froh, dass ich in diese zufällig, das ist ja das Gute, wenn man halt in die zufällige Dungeon bei World of Warcraft geht, kriegt man ein Säckchen, wo Rüstungsteile drinne sind, und je nachdem, entweder ist es dann gut, aber meistens ist es halt wirklich, dass die Rüstung wirklich gut ist, die man vorher hat, aber es kommt auch mal vor, dass der Rüstungsteil schlechter ist als das, was man trägt. Und ja, und das war halt dann mein Glück halt, dass ich von den Quests halt Rüstungen bekommen hatte, und auch durch den Säckchen noch von der Dungeon halt
auch noch zusätzlich Rüstung bekommen hat, auch noch bekommen hatte, das war etwas, wo ich wirklich sage, das war wirklich super. Und wo ich selber halt sage, ja, okay. Ja. Also er rennt hier auch wirklich meilenweit vor. Und ich habe erst gedacht, ich komme hier runter, dann ist er tot. Ganz ehrlich, habe ich wirklich so gedacht, dass, okay, Tank rennt vor. Was soll ich hier, wo soll ich selber jetzt persönlich machen? Ich habe kein Sprinten, wo ich einmal schnell laufen oder rennen könnte, wo ich dann sagen konnte, okay, ich schaffe das noch und zum Glück, ich habe es wirklich noch geschafft, dass ich den noch rechtzeitig den Tank die Bubble geben konnte und er soweit, ja, geschützt war, so dass ich ihn heilen konnte, weil das war ja wirklich etwas, wo ich sage, meine Güte, das war wirklich katastrophal gewesen, wo ich selber gesagt habe, verdammt nochmal, wird das gut gehen? Und ich meine, er ist ja auch vorgerannt, es wäre ja noch nicht mal meine Schuld gewesen, wenn er wirklich gestorben wäre. Versteht ihr, was ich meine? Und ja, und das ist halt, wo ich bei der Folge 10 von The Elder Scrolls Online ja schon angesprochen hatte, dass die meisten dann meinen, ja, wir rennen mal vor, der Heiler oder die Heilerin, die kommt ja noch und ja, sie kann mich ja dann gut heilen und sie schafft das ja noch, für mir hinterher zu rennen. Und in Wirklichkeit ist es aber so, dass es dann doch nicht so ist. Es ist nicht so, dass man es rechtzeitig schafft, dass man den Tank heilen könnte, weil der zu weit vorrennt. Und dann ist es halt so, dass er dann halt mal stirbt. Das Problem ist aber, dass die Tanks oder die meisten, die Tanks spielen, dann meinen oder die Schuld dem Heiler geben, ohne mal zu drauf achten, ja, wie weit bin ich hingerannt und wie weit war der, die Heilerin oder der Heiler halt. Ja, darauf wird halt nicht geachtet. Ist halt so. Klar, die Erfahrung, klar, dass der Tank hier vorrennt, klar, die Erfahrung mache ich ja hier gerade. Aber zum Glück, wie gesagt, ist er noch nicht gestorben, aber das heißt noch nichts. Versteht ihr? Die Inni ist ja nicht gerade kurz, sondern lang. Und da kann sich alles noch, da kann alles noch passieren. Das ist es ja. Da kann alles noch kommen. Dass er dann wirklich, ja, siehst du, dass er dann wirklich sagt, ja, Heilerin, du bist doof zum Heilen. Nein, ich bin nicht doof zum Heilen, sondern er rennt der Tank dann halt vor und meint dann halt, ja, Heilerin war Heiler oder Heilerin war halt nicht schnell genug. Jetzt bin ich wegen der gestorben. Jetzt schmeiß ich die aus der Gruppe raus. Okay, ich habe damit eh kein Problem, weil ich finde eh eine neue Gruppe als Heiler oder als Heilerin. So, das war da ist das, daran ist ja das Problem ja nicht. Es ist ja nur so, dass er der Meinung ist, so weit vorzurennen, dass man nicht hinterherkommt und dann, dass er halt stirbt. Ja, dann hat er halt Pech gehabt oder diejenigen. Dann haben die Pech gehabt, dass die dann sterben aus dem Grund schon alleine, weil sie zu weit vorgerannt sind. So, und ich hoffe, bis jetzt hatte ich noch nicht das Vergnügen gehabt, solche Spieler zu treffen, die dann einen rausschmeißen, weil bis jetzt war in der letzten Folge ist mir ein DD gestorben, aber auch nur, weil ich irgendwie runtergefallen bin
Genau, ich bin ja über irgendwas, ja, von der Plattform hier runtergefallen. Und daher, ja. Und daher konnte ich ja halt nicht. Konnte ich ja hier den DD halt nicht heilen. So, aber so wie hier jetzt. Er rennt vor. Ich bin noch ganz hinten. Ja, und er meint, ja, rennen wir mal vor. Hm. Wird schon gut gehen, wird nicht schief laufen. Heilerin kommt ja noch. Ja, es könnte. Wenn man sich nicht wirklich konzentriert, dann ist es wirklich so, dass man halt, so wie jetzt zum Beispiel. Er rennt vor, hat nur noch 61%. So. Und was wollen diese Tanks dann sagen, wenn jemand ganz neu das Spiel spielt? Ich meine, ich spiele das Spiel jetzt auch nicht lange. So. Und vielleicht ein paar Wochen. Aber was ist mit jemandem, der, ja, der dann ganz neu ist und sagt, okay, komm, weißt du was, ich mach Heiler oder Heilerin. So, und dann stirbt der Tank, weil der meilenweit vorgerannt ist und der Heil oder die Heilerin halt nicht wirklich hinterher kam. So, die wären doch eigentlich dann rausgeschmissen, weil sie nicht schnell genug waren. Ja, man kann nur so schnell laufen, wie der Charakter laufen kann. Und die haben ja nicht so einen Buff, wo sie schnell laufen könnten. So. Und ich meine, der Tank, der wartet ja noch nicht mal. So, ihr habt gerade gesehen, er war auf 32%. Auf 32%. Und ganz ehrlich, entweder nimmt man auch Rücksicht auf die neueren Spieler oder von, falls er schon einen hohen Charakter hat, und ich glaube, das hat er sogar auch, ja, dann soll er seinen hohen Charakter spielen und da die Leute anmotzen. Aber ich glaube, aber wenn er das machen würde, er würde als Tank schneller rausgeschmissen werden, als er drei sagen kann. So, versteht ihr? Und ja. Das ist halt das, was ich persönlich mich aufregt. Und dann sind es halt solche Tanks, die zu Hause nichts zu sagen haben. Ich weiß es nicht. Es ist jetzt eine Vermutung, die ich mir äußere, dass dann die Leute, die anderen Spieler rausgeschmissen werden, meinen, oh komm, das ist eine Online-Welt. Klar, ist es ja auch. Es ist ja ein Spiel. Man ist so gesehen fast anonym. Schmeiße ich die jetzt mal raus aus Frust, weil die Person halt zu Hause die Schnute halten, also den Mund wirklich halten muss und und den Frust dann im Spiel auslassen. So, und wie ihr merkt, ich nehme mir ja wirklich kein Blatt vom Mund. Ich sag ja so, wie es ist. Ich habe es ja nicht erlebt, aber es haben eine gute Freundin von mir hat das ja als Heilerin miterleben müssen. Dass sie, wie der Tank dann halt vorgerannt ist und gestorben ist und sie dann halt rausgeschmissen wurde aus der Gruppe. Und deswegen, entweder spielen die dann die neuen Charakter angefangen haben, entweder spielen die dann ihre hohe Klasse weiter, oder wenn die dann einen neuen Charakter anfangen, halt, sollen sie einfach die Klappe halten und erstmal gucken, dass die nicht vorrennen. Oder es ist halt der Frust, den sie haben, weil sie zu Hause nichts zu sagen haben.
So die Pantoffelhelden. Wisst ihr, was ich meine? Ich sag so, wie es ist. Ich sag halt nun mal meine Meinung. Und die meisten Spieler, die dann spielen, die haben dann Frauen hinter sich, die wie Mannsweiber sind. Wo die meinen, ja, hier, ich habe was zu sagen, du nicht, du machst das, was ich will. Und wenn du ein Problem hast, ja, ist nicht mein Problem so. Versteht ihr, was ich sagen will? Und, ja, keine Ahnung. Es ist, wie gesagt, es ist halt das, was ich halt denke und auch was ich auch sage. Und ich meine... Und ganz ehrlich, ich sag ja auch das, was ich denke. So, schade, dass es halt doch eine ganz andere Inni ist oder dieselbe Inni wie in der letzten Folge, aber das macht nichts, weil wir sind gerade mal in der 31. Minute. Da kann noch alles passieren. Als erstes, gehen wir erstmal wieder zurück. Ich will hier kein Fertige niedermachen oder sonst was. Ich kritisiere nur. Ich sage nur meine Meinung. Und es ist halt so. Meistens, das hat schon eine Freundin erlebt bei ihrem besten Freund. Der ist verheiratet. Der hat richtig ein Mannsweib. Also seine Frau ist wirklich ein Mannsweib. Er hat gar nichts zu sagen bei ihr. Und wenn er seine Schnute aufmacht, dann droht sie ihm und zum Glück hat er sich dann halt doch von dieser Frau sich getrennt, weil er keinen Bock mehr hatte. Aber so, dann müssen sich diese Art von Frauen sich nicht wundern. Ich meine, geht in anderen Ländern rein, jetzt zum Beispiel bei den islamischen Ländern und verbietet euer den Männern mal den Mund zu halten. Glaub mal, die Männer, die werden, weiß nicht, also... Keine Ahnung, es ist jetzt so eine Vermutung jetzt von mir. Die Männer, die würden die Frau in den Brunnen schmeißen und sagen, ey, pass mal auf, so nicht mit mir. So, versteht ihr? Weil diese Mannsweiber, die, Entschuldigung, wenn ich das so sage und auch auf so eine Art und Weise, wo dann jeder sagt, wie kannst du nur? Nein, es ist halt so. Diese Frauen, die müssen sich dann nicht wundern, die sich aufführen wie Männer, ja, dass die dann keinen abkriegen, kein Mann. Das sind die selber in Schuld. Wenn die meinen, von wegen, ja, hier und da, und droht doch den eigenen Ehemann mit Schlägen. Guten Tag. Ja, Entschuldigung, aber Mann, geht nicht. So funktioniert das nicht. Dann frage ich mich, warum geht man dann in eine Ehe oder heiratet, wenn man den Mann, wenn die Frau den Mann unterdrücken will? So. Versteht ihr, was ich meine? Weil es ist ja keine Basis mehr gegeben. Ist es ja nicht. Weil dann das genau dieser Punkt dann halt kommt von wegen, wo die Frau, selbst der Mann schämt sich dafür. So, okay, klar, man kann jetzt sagen, ja, dann ist das ein Waschlappen und hier und da. Aber ganz ehrlich, wenn ein Mann von einer Frau geschlagen wird, ich glaube, da ist mit der Psyche, also die Psyche des Mannes ist doch dann, weiß nicht, sehr weit unten und sehr weit tief runter. Und, weiß ich nicht, also, klar, ich befürworte auch nicht, dass der Mann die Frau schlägt. Das geht auch nicht, das muss man auch nicht machen. Also nicht, dass ihr mich falsch versteht, ja. Es ist nicht
gut, wenn sowohl der Mann die Frau schlägt, als auch der Mann die Frau schlägt. Weil dann braucht man keine Ehe. Aber ganz ehrlich, dann sollen doch die Leute, die Frau, die ihre Männer schlagt, und die Männer, die ihre Frauen schlagen, doch so heiraten. Ich bin mal echt gespannt, wie das dann läuft, ob die sich dann gegenseitig da zusammenschlagen. So, und ja, wie gesagt, es ist halt einfach nur meine Meinung und ja, da ist, also da kann ich sagen, da ist keine Liebe. Da kann keine Liebe sein, weil Liebe beruht nicht auf Gewalt. Es ist füreinander Dasein, es ist sich gegenseitig zu helfen, sich gegenseitig zu unterstützen und zu sagen, hier komm, pass auf, so und so und nicht, oh ja, du bist jetzt, du machst nicht das, was ich sage, ich schlag dich jetzt. Es funktioniert so nicht. Also ganz ehrlich, Leute, das geht gar nicht. Und jetzt wird der ein oder der andere dann sagen, ja, du hast ja, was willst du denn? Du hast ja noch nicht mal, du sprichst ja noch nicht mal aus Erfahrung. Ganz ehrlich, ich meine, ich bin nicht blöd. Versteht ihr, was ich sagen will? Ich bin nicht blöd. Ich meine, ich habe genug Freundeskreis. Also Freunde, die wirklich sagen, oder auch Freundinnen, beziehungsweise nur Freundinnen, die selber das von sich aus deren Umfeld sehen und die, wir reden ja drüber. Das heißt jetzt nicht, dass ich mit jemanden oder mit meinen Freundinnen über andere lästern. Nein, aber wenn die mir erzählen, ja, pass mal auf, hier ist eine Frau, die ihr Mann schlägt und hier ist ein Mann, der ihre Frau schlägt und also ganz ehrlich, das ist, weiß nicht, unter allerster Würde. Also diese Leute haben weder die Frau, die ihren Mann schlägt, hat Ehre, noch der Mann, der seine Frau schlägt. Das hat nichts mehr mit Ehre zu tun oder sonst was. Das ist eine Schande. Das ist die reinste Katastrophe, die es gibt. So. Wie gesagt, ich sag's so, wie es nun mal ist. Aber jetzt genug geredet, weil ich will jetzt nicht so über ein Thema halt reden, aber ja. Es ist halt, wie gesagt, meine Meinung und klar, jeder sieht das anders, aber naja. Ich belasse jetzt einfach mal das Thema und da ist noch ein Flusspferd. Zugmeister, Entschuldigung, nicht Flusspferd. Wobei, eigentlich. Nee. Also, die spawnen echt schnell, finde ich. Also, richtig schnell. Ich Wow. habe kein Ziel. Ja, glaube ich dir, dass du kein Ziel hast, aber. Ach, die müssen wir auch noch. So, hier haben wir noch einen Mystiker. Ein Vorteil hat es ja, dass die so schnell spawnen. Wobei, ja. Doch, eigentlich, ja. Habe ich die? Ne, einer fehlt noch von denen. Egal, wir kümmern uns gleich drum. Jetzt nehme ich erstmal Youngboy. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht den Fehler gemacht. Nein, habe ich nicht, zum Glück. Dass dann andere kommen. So, den haben wir auch schon mal. Jetzt brauchen wir nur noch einen Mystiker. Den holen wir uns auf jeden Fall.
dann haben wir das schon mal. Jetzt müssen wir aber nur gucken, dass wir hier nicht wieder in den Gegner reinrennen. Wäre nicht optimal. Das ist schön, weil wenn ich keinen Gegner habe, ich kann mich einmal schnell heilen. Das ist echt schön. Und wir wollen einmal, ja genau, zu dieser Quest halt hier hingehen und dann halt, oh oh. Ja. Noch ein Level, Leute. In 18 Minuten steige ich. So. Hallo. Helix steckt hinter den Angriffen. Kjarnan nickt dem Turm zu. Er ist da drin. Er ist schon seit Tagen dort. Ich warte nur auf einen Grund, ihn hops zu nehmen. Helix hatte Geheimnisse des Turms. Helix hat sich oben im alten Turm von Klaven Jagdruf verschanzt. Ich werde euch nicht belügen, Nisjaha. Er wird da schwer bewacht. Ich habe allein im Freien 6 bewaffnete Söldner gezählt. Ihr schafft es nie allein in den Turm zu eurem Glück, Turm. Zu eurem Glück sind Claire und ich hier. Kjarnan tätschelt ihr Heckenschützengewehr. Ah, okay. Ich gebe euch Deckung. Nehmt diesen Verschleierungstrank, ihr werdet ihn brauchen. Wenn ihr es ins Innere geschafft habt, trinkt ihn, sobald ihr den Turm betreten und steigt dann den Turm hinauf. Findet heraus, was Helix dort oben versteckt. Okay. Schönen Tag auch. Dankeschön. Und da freue ich mich gerade, mit euch in den Turm zu gehen. Natürlich werde ich mich auch natürlich wieder gleichzeitig in eine Instanz anmelden. Aua. Und... So. Auf jeden Fall sind wir jetzt in den Turm. Jetzt müssen wir hier nur noch hochsteigen. Und ja, mal schauen, was wir da herausfinden. Ob wir den Mörder hier überhaupt entlarven können. Ob wir herausfinden, wer der Drahtzieher von all dem hier ist. Da ist er. Natürlich setzen wir uns hin. Ist besser, um ja, ist halt besser, meiner Meinung nach. Ich werde jetzt mal einen Schluck Kaffee trinken. Ja, ich bin sehr schlimm mit Kaffee. Also wenn es nach mir ging, könnte ich eine ganze Kanne Kaffee, könnte ich echt alleine trinken. So, wir haben zugehört, jetzt... So geht's auch, natürlich. Er könnte nicht anders laufen, weil, ihr habt ja gerade gesehen, oh, es ging auch. Das ist der schneller als ich, verdammt. Heftig. So, was um alles in der Welt könnte denn in Mondbruch so los sein? Das alles schmeckt mir überhaupt nicht, Nisja. Ja, mir auch nicht. Viel Ärger im Mondbruch. Ich werde bald meinen Bericht schreiben und nach Sturmwind zurückkehren. Der SE7 muss über die Situation in Westphal informiert werden. Ich schlage vor, ihr tut das Gleiche und erstattet Rian Bericht. Okay, machen wir. Danke. Und man kriegt halt 11 Silber, 11 Gold. Ja, wäre schön. Ja. Aber, nein. Ich habe 5 Gold. Ist das nicht toll? 5 Gold.
ist doch irgendwo auf eine Art und Weise doch irgendwie super, aber könnte auch mehr sein, weil ich weiß nicht, wie viel Gold ich brauche, um reiten zu lernen. Und bei meinem Pech, ja, bei meinem Pech oder bei meinem Glück ist es halt so, dass ich, ja, dass ich dann, nee, nicht das Gold zusammen habe fürs Reiten. Das ist dann richtig ärgerlich. Wirklich ärgerlich. Aber ich habe hier noch Stoffe, die ich auch gleich verkaufen kann. Ich habe hier Schattenedelsteine, Edelsteine. Ich habe ein Mosaik. Und die werde ich nachher schön ins Auktionshaus stellen. Natürlich. Muss ja sein. So verdiene ich ja auch noch mehr Geld. Ja. Jo. Aber mal, wie ich sehe, ich spiele jetzt nicht. Ja, wann habe ich angefangen? Allzu lange. Ja, bei der letzten, wo ich nachgeguckt habe, wie lange ich die Aufnahme habe, waren es 32 Minuten schon. Da kann man sehen, wie viel Zeit gerade vergeht, um halt wirklich, ja. Ich gebe erstmal etwas. Ausgezeichnete Arbeit, Miss Ja. Die Flusspfoten werden Wochen brauchen, um sich von dem Schlag zu erholen, den ihr ihnen heute zugefügt habt. Bitte wählt einen Gegenstand als Belohnung für euch aus. Ja, schön. Ich habe doch nur einen. Man sieht sich. Okay. 11 Silber haben wir dafür bekommen und was jetzt nehmen wir viel Ärger in Mondbruch. Wer ist wohl diese merkwürdige Gestalt? Wir müssen nach Mondbruch gelangen. Ja, machen wir. Auf nach Mondbruch. Wir haben schon eine ganze Weile ein Lager in der Nähe von Mondbruch, Nisjaha. Einer meiner besten Soldaten ist zusammen mit einer Kompanie von der Speerkuppe in diesem Gebiet stationiert. Meldet euch umgehend bei Hauptmann Alpert und findet heraus, ob er irgendwelche Neuigkeiten über die Vorgänge in Mondbruch hat. Ein weiterer Verbündeter von mir ist auch in den Mondbrucher Lager. Sein Name ist Thoralios. Ja, ich habe Thoralios in Nordend während meiner Dienstzeit Nordend in Valgarde kennengelernt. Er ist ein weiser und mächtiger Schamane. Vielleicht können uns seine Fähigkeiten dabei helfen, diesen Fall zu lösen. Ja, natürlich. Das Licht segne euch. Aber, wie gesagt, ich werde aber jetzt erstmal mich zum Sturmwind teleportieren. Schon aus dem Grund alleine, weil ich dringend verkaufen muss. Und ja, ist jetzt gerade mal einmal wichtig. In der Zeit, während ich im Ladebildschirm bin, kann ich einmal gucken, wie lange ich aufnehme. Ja, gleich 50 Minuten. Wow. Also mir kommt das echt langsam vor. Also ich komme mir gerade vor, dass ich nicht allzu lange spiele, nur 5 Minuten maximal. Also, ja. Und dann ist es doch wirklich so, dass ich, ja, schon länger spiele. Da kann man sehen, wie die Zeit dann auch vergeht. Versteht ihr? Ja, schön. Könnte ich? Ja, könnte ich. Und zwar das hier. 70 Silber. 24 Stunden. Nein, wir machen 48 Stunden. Ja, lassen wir 70 Silber. Ist okay. So, dann haben wir das hier. 25 Silber. Ja, machen wir auf 25. Lassen wir es mal so. 5 Silber. Okay. Was soll's. Und, ui. Da gehen wir natürlich
38. So. So. Punkt. Fertig. Ja, die kann man nicht kaufen. Die auch nicht. Die kann ich aber. Warte mal, die. Seelengebunden. Okay. Hm, ja, ist halt so, ne? Kann man nicht machen. Ist das auch seelengebunden? Ja. Ist die Hose besser als meine? Vielseitigkeit geht einem runter, verdammt. Naja. Oh, ich habe hier auch noch Essen. Das kann ich auch gleich mal wegtun. So. Fertig. Und dann, jetzt werde ich erstmal mit euch zur Bank gehen. und werde hier erstmal hier auch einlagern. Braucht ihr Hilfe? Weil also ich, so wie die Sachen zum Beispiel, das hier, außer das natürlich, die, ja, die kann ich noch behalten, ja. Und dann würde ich auch sofort zurückkehren. Siehe den Ehrenfreund. So, ja, dann würde ich halt zurück zu der Dings kehren. Habe ich eigentlich jetzt schon ehrfürchtig bei Sturmwind? Nee, wohlwollend. Also werden 5 Gold nicht wirklich reichen, Leute, ganz ehrlich. Ich meine, ich spiele ja auch nebenbei noch eine andere Klasse, aber die mache ich halt so privat. Also, so weit bin ich nicht. Ich habe halt nur mit ihr Gold ausgegeben. Jetzt werde ich mal gucken, was 3. Oh, zum Glück. Also ich bezahle wirklich jetzt im Moment 3 Gold für die erste Stufe vom Reiten. Oh, da bin ich schon mal beruhigt, weil ich habe erst gedacht, dass 5 Gold nicht ausreichen würden. Aber das, wenn ich Level 20 bin, kann sich das auch noch ändern. Und ja, das ist halt wieder so eine Sache, wo ich dann denke, verdammt doch mal! Weil eine Freundin von mir, die war auch 20 und sie hat aber dann, bei ihr war das die Situation auch, die hatte gerade mal nur 4 Gold gehabt und dann war es doch, hat sie auch nachgeguckt, so wie ich jetzt. Und da hat sie mir dann erzählt, ah, guck mal, ich habe, wo ich noch, wo es rot war, hat da 3 Gold noch was gestanden. Und jetzt muss ich mehr als 3 Gold ausgeben. Und sie hatte aber auch nicht das Gold gehabt. Und zum Glück wurde das aber von ihrer Gilde, wo sie drinne war, wurde ihr das Gold dann zur Verfügung gestellt, dass sie reiten konnte, wenigstens. Ja, und da war sie auch schon wirklich erleichtert. Und ja, ich wurde auch von ihr gefragt, ob ich nicht vielleicht noch in eine Gilde gehe. Ja, da bin ich am Überlegen, ob ich selber eine Gilde gründen werde für die Community, wo dann die anderen, die in World of Warcraft halt in die Community kommen, oder ob ich in eine Gilde reingehe. Aber bis jetzt hatte ich jetzt nicht das Bedürfnis gehabt, jetzt unbedingt in eine Gilde, weil ich weiß nicht, es muss viel gemacht werden. Grüße. Und deswegen, ja, auf nach Mondbruch. Die Einheimischen werden unruhig, Nissia. Ich weiß nicht, was los ist, aber die Aktivitäten der Obdachlosen in dieser Gegend haben sich in den letzten 2 Tagen vervielfacht. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, die hacken etwas aus. Propaganda. Uns ist ein Anstieg der Gewalttaten unter den Obdachlosen in dieser Gegend aufgefallen. Irgendetwas oder irgendjemand versetzt sie ganz schön in Aufruhr. Wer auch immer dahinter steckt, organisiert sich immer besser. Erst vor kurzem ist eine Gruppe Schläger hier durchgekommen und hat Flugblätter verteilt. Geht nach Mondbruch und sucht nach Beweisen, Propaganda, Handzettel, egal was.
bringt mir alles, was ihr finden könnt. Vielleicht können wir ja den Ursprung der Schriften finden. Für die Allianz. Ganz ehrlich, soll ich euch jetzt mal was ganz Ehrliches sagen, was meine Meinung ist? Also ich sag's jetzt mal klipp und klar so heraus, wie es ist. Ich meine, es sind Obdachlose. Und ich weiß nicht, waren vorher nicht so. Oder dass es Obdachlose gab. Was ist eigentlich dann passiert? Es ist ja dann irgendwie von Sturmwind die Leute gekommen und haben dann halt da, ich sag's jetzt mal harmlos ausgedrückt, aufgeräumt, wo viele halt dann ihr Hab und Gut verloren haben. Und also ich kann auch falsch liegen, so ist es nicht, ja, aber ich meine, die Leute, dann müssen die Soldaten sich nicht wundern, dass dass es dann zu Aufruhr kommt. Versteht ihr? Ich meine, wenn es zu Aufruhr kommt, ist ja nur dann, wenn Beweissammlung. Dieses Kopftuch besteht aus dem gleichen Stoff, der auch am Tatort des Braunwirbelmordes gefunden wurde. Ihr solltet doch mehr rote Kopftücher als Beweise sammeln und euren Fund zu Hauptmann Alpert bringen. Natürlich tun wir das. Was ich sagen will, ist halt, dass, ja, ich weiß nicht, also, es kommt eigentlich zu Aufruhen, wenn etwas stört oder nicht gerecht zuläuft. So, und klar lässt sich keiner sich das gefallen, durch Soldaten jetzt, ich sag's jetzt mal Soldaten, irgendwie auf irgendeine Art und Weise aus den Häusern getrieben zu werden. Ich meine, hallo? Ist doch klar, dass die dann einen Hass gegen etwas haben oder aushecken und dann, weiß ich nicht, und dann halt, dass dann gesagt wird, oh ja, die Obdachlosen, die machen Aufstände und die kritisieren uns und hier und da und bla bla bla. Ich meine, überleg mal, das würde in Deutschland so kommen, dass die ganzen Obdachlosen einmal sagen, ja komm, wisst ihr was, ihr behandelt uns so ungerecht und dann zetteln die wirklich dann einen Aufstand an. Ich meine, wie würden wir denn dann uns da vorkommen und würden wir dann auch sagen, ja, zu den Waffen, wir bekämpfen jetzt mal die Obdachlosen und töten sie mal. Klar, ich sag nicht, dass nicht alle Obdachlose sind selber in Schuld. So, jetzt nehmen wir mal ein paar Obdachlosen, die durch Alkohol, weil sie Alkoholiker sind oder drogensüchtig sind, haben dann ihre Wohnung verloren. Ich finde, weil man hat ja sich dazu entschieden, Drogen zu nehmen. Das kommt ja nicht von ungefähr, ne? Und die sind dann halt obdachlos und haben halt ihr Hab und Gut halt wirklich verloren, aus dem Grund, weil sie die Miete nicht zahlen konnten, weil sie, weil sie das ganze Geld für andere Sachen ausgegeben haben und dann halt mit der Meinung sind hier von wegen, oh jo, ich habe und ich bin und ich bleibe und bla 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 und ich habe ja die böse, böse Regierung, der böse, böse Vermieter, der hat mich rausgeschmissen. Ja, ein Vermieter will nun mal die Miete haben monatlich. So, ich meine, dafür gibt's ja die Wohnungen. Okay, klar, viele verlieren aber die Wohnung, weil der Vermieter, dann muss ich auch die Vermieter ich nehme die Vermieter nicht in Schutz, weil die Vermieter dann so die Preise, ihre Miete erhöhen, ja, ins Unermessliche, wo ein normaler Mensch, der einen ganz normalen Job hat, der nicht viel verdient, seine Wohnung dadurch verliert, weil er keine Miete zahlen kann.
Das geht auch nicht. Das ist auch etwas, wo ich selber sage, es gibt zwei. Es gibt einmal die Leute, die die Wohnung mit Absicht verlieren, aus den Gründen wie Alkohol, wie, wie drogenabhängig und. Und dann gibt es aber auf der anderen Seite die Vermieter, die selbst auch dran schuld haben und dann sich noch ausheulen von wegen, und ich sag's jetzt mal wirklich klipp und klar, von wegen, ja, wir kriegen keine neuen Mieter. Ja, dann erhöht die Miete nicht. Dann kriegt ihr auch nur Mieters. Aber wer meint, die Mieter ins Unermessliche zu erhöhen, oder zu sagen, oh, jetzt wird da eine Luxuswohnung. Entschuldigung, reiche Leute kaufen sich keine Wohnung. Ist so. Dass, wenn die das Geld haben, kaufen sie sich ein Haus. Es ist nun mal Fakten. Würde ich reich sein, ja, und ich lese für den Preis, oh ja, so eine große Wohnung, aber für denselben Preis, aber ein großes Haus. Was würde man dann nehmen? Man würde ja tatsächlich das Haus nehmen und nicht die Wohnung. Konntet ihr etwas finden? V? Der einzige V, den ich kenne, ist Van Cleef. Und der ist vor vielen Jahren gestorben. Der Anspruch eines neuen Tages sieht so aus, als fängt die Versammlung, von der die merkwürdige Gestalt sprach, bald an. Die Obdachlosen setzen sich in Bewegung. Ich möchte, dass ihr an der Kundgebung teilnehmt und Informationen sammelt, Nistjaha. Begebt euch zur Stadtmitte Mondbus und hört euch die Ansprache an. Kehrt zu mir zurück und berichtet, was ihr herausgefunden habt. Ja, okay, machen wir. Beweissammlungen. Rote Kopftücher? Ich habe seit 5 Jahren keine roten Kopftücher mehr gesehen. Ob diese merkwürdige Gestalt wohl versucht, die Bruderschaft der Defias neu zu gründen? Weiß ich nicht. Seid vorsichtig. Ich habe keine Ahnung. Ah, seht ihr? Jetzt habe ich ein Rüstungsteil. Apropos, ja. Ja, kommt, ich nehme die Hose jetzt mal, weil es ist gerade besser, weil ich erhöhe dann auch meine anderen Sachen. Klar, Vielseitigkeit ist runtergegangen, aber was soll ich machen? Und Vielseitigkeit brauche ich ja, glaube ich, fürs Heilen. War das so, ne? Ja, genau, das war für das Heilen. Ich meine, wie viele Leute sind wegen der erhöhten Mieten haben demonstriert? Aber ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt Gehör gefunden hat. Das Letzte, was ich gelesen habe, ist, dass die Politiker jetzt einen Riegel davor gemacht haben, dass die Vermieter die Miete auf extreme Art und Weise erhöhen. Das ist jetzt das Einzige, was ich so mitbekommen hatte. Und naja, man weiß es ja halt jetzt nicht, ne? Ich meine, hier in Deutschland wird das noch schlimmer werden mit den Wohnungen. Zumal, weil viele Vermieter keine Familien zum Beispiel annimmt. Warum? Ja, Kinder sind zu laut. Oh, die Kinder sind so laut und hier und da. Ja, Kinder sind nun mal laut, Entschuldigung. Aber Kinder, wenn Kinder noch so jung sind, man kann denen nicht den Mund zukleben. Versteht ihr, was ich meine? Und ich meine, die waren ja selber Kinder. Was wurde denn da gesagt? Gar nichts. Also, Ehre dem König, Freund. Egal. Der Anspruch eines neuen Tages. Ich konnte die Jubelschreie von hier aus hören. Wir haben es anscheinend mit einem riesigen Problem zu tun, Nisjaha. Wir müssen die Identität dieser schattenhaften Bedrohung aufdecken, bevor wir die Hilfe Sturmwind anfordern. Vielleicht gibt es eine andere Möglichkeit. Ui, ich bin Stufe 20. Oh, ich kann ein PvP.
Talent setzen. Ui. Das Licht segne euch. Ich glaube, ich nehme erstmal das hier. Ist, glaube ich, gerade besser, oder? Ich meine, PvP weiß ich echt, ehrlich gesagt, nicht, ob ich das machen möchte. Weiß ich nicht. Also ganz ehrlich, ich weiß es nicht, ob ich das gerne machen möchte. Auf jeden Fall können wir reiten. Rotkammgebirge, Dämmerwald, Eschental, Steinkrallengebirge, Verlies. So, wir nehmen aber jetzt erstmal die Quest an. Gelöste Geheimnisse. Es gibt hier einen Schamanen, Thoralius, der uns vielleicht helfen kann. Er ist ein Freund von Rien und ist vor kurzem nach Westfall gekommen, um die elementare Verwüstung zu untersuchen, die über uns hereingebrochen ist. Sprecht mit Thoralius und seht, ob er etwas Licht auf die Identität dieser merkwürdigen Gestalt werfen kann. Natürlich. Ziehe den Ehrenfreund. Natürlich tue ich das. So, Thoralius, hallo! Arkenon Pors. Ja, vielleicht kann ich euch helfen. Als ich in Nordend war, habe ich den Einwohnern von Valgarde dabei geholfen, einige der Geheimnisse der Vrykul aufzudecken, indem ich in die Geisterwelt eingetaucht bin. Vielleicht kann ich dasselbe auch hier tun. Eine Vision aus der Vergangenheit. Natürlich gehe ich auch gleich sofort mit euch, fliegen wir los nach Sturmwind, um reiten zu können. Ich hoffe, das klappt. Aber ich weiß es nicht. Dieser Weihrauch wird euren Körper und euren Geist in die tiefe Meditation versetzen. Sobald die Trance beginnt, werdet ihr in die Geisterwelt übertreten. Wehrt euch nicht gegen die Trance, sobald sie begonnen hat, Nisjaha. Erlaubt den Geistern, euch zu zeigen, was sie wissen. Ihr müsst nun aufbrechen. Begebt euch zu den Todesminen. Ein Ort, der angeblich eine große Rolle in der Geschichte Westfalls gespielt hat. Sobald ihr im Inneren seid, benutzt den Weihrauch. Ihr gelangt durch das alte Bauernhaus südlich von hier in die Todesmine. Minen. Folgt den Obdachlosen, kehrt zu Gyran zurück und berichtet ihm von dem, was ihr erfahren habt. Natürlich tun wir das. Oh! Barmherzigkeit. Pure Insanity. Was? Hilde? Das ist jetzt, Entschuldigung, Ziljura, ich würde gerne erstmal, ja, ich muss erstmal gucken, dass ich Let's Plays überhaupt vernünftig organisiert kriege und nicht gleich zusätzlich in eine Gilde eintrete, weil aus den Gründen ja schon alleine ist es ja halt so, dass ich es noch nicht kann. Deswegen lehne ich jetzt leider ab. Erstmal ist es jetzt nicht mit Absicht oder dass ich keine Gilde will, aber wie gesagt, im Moment ist es für mich nicht wirklich vom Belang, jetzt eine Gilde beizutreten. Aus dem Grund ja, weil ich ja WoW spiele für die Let's Plays. Und ja, mal schauen, vielleicht, wenn ich öfter aufnehme, vielleicht, ja, dass ich dann in eine Gilde komme. Aber es steht doch nicht aus. Ich muss ja noch das alles richtig organisiert bekommen, dass ich überhaupt mal öfters oder regelmäßig aufnehme, weil ich lasse mir auch viel Zeit. Okay, klar, ich habe auch viel um die Ohren oder ich habe halt viel zu tun, gerade was Arbeiten und so betrifft. Und daher, ja, also nicht böse sein, wenn ich sie jetzt abgelehnt habe. Weil ich möchte ja gerne, dass mein Kanal wächst. Also dass dann, im Moment habe ich, glaube ich, 8 Abonnenten.
Ich freue mich auch für die, freue mich darauf, dass ich jetzt erst nur 8 habe. Aber ich möchte erstmal, dass mein Kanal wächst, dass mehr abonnieren, so gesehen, wenn ich ehrlich sein darf. Ich bin eh ehrlich, also von daher spielt das eigentlich gerade keine riesengroße Rolle, von wegen, so ist es, so ist es. Nee, also ich rede nicht schön, ich sag's einfach klipp und klar. Ich sag's einfach halt klipp und klar, was halt Sache ist und wieso wird. Okay. Jetzt was guck, kann ich für euch tun? Gut, ich kann Reiten erlernen mit 3 Gold. Juhu. Bleibt auf dem Boden. Ja, da haben wir es ja. Wir haben es geschafft, wir haben das Reiten. Wir können endlich reiten. Leute, ist das nicht schön? Was kann man ich heute hier? Für euch tun? Oh, schön, aber das ist so viel Gold, was kostet die Reittiere. Ach ja. Mögen eure Reisen sicher sein. Es ist so. Seid gegrüßt. Schlimm. Für die Allianz. So schlimm. Jetzt fliegen wir mal wieder zurück zu Mondbruch. Und klar, ich will aber hier erstmal in Westfall will ich halt gerne. Erstmal zu Ende machen, questen, bevor ich zum Rotkammgebirge gehe, weil da muss ich ja auch Helden Aufruf Rotkammgebirge Gebirge. Ich habe eine Quest. Lernt reiten. Okay, darum muss ich mich auch nochmal kümmern. Zumindest wegen der Quest hier schon alleine. Ja, und ich weiß nicht, ob es sich jetzt noch lohnt, mit euch noch eben eine Instanz zu gehen. Ich weiß es jetzt nicht. Aber was ich jetzt erstmal machen möchte, ist diese Vision mit euch in der Todesmine zu machen. Aus dem Grund ja schon alleine. Weil wir wollen ja wissen, wer jetzt wirklich dahinter steckt. Wer den Mord verübt hat. Das haben wir ja bis letzte Folge ja auch noch nicht mal aufgedeckt gehabt. Und ich will jetzt erstmal wissen. Das ist mein Reittier. Sieht sie nicht schön aus? Und ich will ja gerne wissen, wer das alles organisiert hat. Oder wer diesen Tod halt, den Mord halt verübt hat, da sind wir ja auch noch nicht mal ansatzweise, noch nicht mal ansatzweise da sind wir ja auch noch nicht weit gekommen. Wir wissen, dass jemand die Obdachlosen in Rage versetzt, ist klar, die sind eh schon in Rage, die sind eh schon wütend und dann kommt halt jemand, der das dann noch erweitert. Und daher möchte ich ja die Todesmine entdeckt. Das freut mich, aber ich will halt hier, wie gesagt, ich möchte hier eigentlich, wenn ich jetzt, ich weiß nicht, ob ich hier, ich glaube, ich laufe hier im Kreis, ja. Das Problem ist, ich kann echt nicht. Ich muss in die andere Richtung, glaube ich. Da ist dann halt dieses Problemchen, ne? Wovon dann halt. Da ist das. Dann kann ich hier. Also ganz ehrlich, ich muss jetzt hier wirklich mal öfters auf die Karte gucken. Weil ich kenne mich hier gar nicht aus und ich weiß jetzt nicht, ich muss halt gucken, dass ich hier auch richtig rumlaufe. Weil, wie gesagt, ich spiele das Spiel ja nicht. Ups, falsch. Ich spiele das Spiel erst seit paar Wochen und natürlich muss ich auch gucken, dass ich hier irgendwie mich zurechtfinde.
weiß nicht, muss ich in die Todesmine rein in die Dungeon? Oder kann ich da auch vorstehen? Nein, ihr müsst in der Todesmine sein, also müssen wir da rein. Ja. Lernt reiten. Da kommt, nehmen wir jetzt an. Ich muss aber hier die Quest hier machen. So. Vor 5 Jahren im Herzen der Todesmine. Man, vielleicht wissen wir auch, was mit der Defias Brüderschaft passiert ist. Oder warum die zumindest, gestorben sind. Oder wurden die auch umgebracht von irgendjemandem? Und warum hat sich die Gruppe von den Defias überhaupt ausgebreitet? Muss ja auch irgendein Grund geben. Ich weiß von einer Freundin, die spielt wirklich World of Warcraft seit Classic-Zeiten. Niemand darf die Bruderschaft herausfordern. Seit Classic spielt sie ja schon World of Warcraft und sie sagte, damals gab es ja diese Dungeon-Suche nicht und da musste man ja halt Gruppen finden, um halt in die Dungeon zu kommen. Also man musste wirklich dahin reiten und sie sagte auch, es gab drei Leute sind zu der Dungeon hingereist. Und dann gibt's vor der Dungeon halt diese komischen Steine da, diese großen Steine. Ich weiß nicht, ob die es jetzt auch gibt. Und da hat sie mir erzählt, wie sie dann halt dann da geportet wurden. Sie wurden ja wirklich dahin geportet zu der Instanz, dass man wenigstens in die Dungeon gehen kann. Und heute ist das von World of Warcraft so vereinfacht. Man geht in die Gruppensuche und man wird da automatisch dann hingeportet. Es sei denn, man sitzt auf irgendeine Quest, reitet hier von der Quest, falsche Richtung, von der Quest, dann funktioniert das ja nicht. Das war ja bei mir auch der Fall gewesen. War das bei mir der Fall? Oder bei einer Freundin der Fall, wo ich da, ich glaube, bei mir war das noch nicht. Es war bei einer Freundin, da das passiert ist. Die saß halt auf dem Quest-Reittier für eine Quest und die kam dann in die Dungeon, also es wurde halt, wo sie annehmen mussten für die Dungeon. Und sie wurde aber nicht teleportiert, aus dem Grund halt, weil sie halt noch auf diesem Reittier saß oder auf diesem Questgegenstand saß. Und sie musste ja dann tatsächlich absteigen damit und sich dann zusätzlich in die Dungeon porten musste. Also sie musste sie dann auf diesem grünen Auge klicken und dann in die Dungeon teleportieren, was sie ja auch dann getan hatte. Und dann hat das hat bei ihr der Ladebildschirm extrem gedauert, bis sie überhaupt mal in Dungeon war und da waren schon die Spieler schon fast in der Mitte der Dungeon und sie hat die meisten Dungeon gar nicht mit die anderen Sachen von der Dungeon halt nicht mitbekommen. Und sie hatte dann dadurch, weil sie sehr spät in die Dungeon kam, hatte sie halt deswegen Quest offen gehabt für die Dungeon, die sie ja von Anfang an nicht machen konnte. Und da lag ein Problem an ihr WLAN, also an ihr Internet gab es Problem. Und das wusste sie aber vorher nicht, dass es daran lag. Und da hat sie dann halt wirklich geschimpft und sie musste dreimal in dieselbe Instanz laufen, weil das zweimal ist das passiert, dass das nicht gezählt hatte
Und beim dritten Mal kam sie dann rein, wo sie dann wirklich von Anfang an die Dungeon machen konnte und dann halt auch die Quests auch fertig machen konnte. Oder ihre Quest, die sie für die Dungeon hatte, auch zu Ende machen konnte. Und das konnte sie ja die beiden vorherigen Male ja so gut wie gar nicht her. Und sie hat sich so geärgert, richtig geärgert und sagte, weißt du was, ich wusste ja nicht, dass es... Sie hat halt wörtlich gesagt, sie wusste ja halt nicht, dass es halt so passiert ist, dass sie dann aus der Dungeon, dass an ihr Internet lag. Und sie hatte sich halt so geärgert, weil sie kam wirklich nicht voran. Beim zweiten Mal war sie sogar beim Endboss. Und da hat sie gesagt, verdammter Hacke. Sie war wirklich am Fluchen, wo ich selber noch lachen musste. Aber ich schaue gerade auf den Timer und es ist halt so, dass ich mich jetzt mal von euch verabschieden muss. Leider. Guck gerade. Ja. Also ich verabschiede mich für heute. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und lasst doch ein Däumchen nach oben und abonniert doch meinen Kanal. Ich würde mich wirklich sehr darüber freuen, dass mein YouTube-Kanal wirklich wächst und ich hoffe, es gefällt euch. Ja, in der nächsten Folge mal gucken wir, wer der Mörder ist, wer die Obdachlosen so noch weiter anstachelt. Da werden wir aber das in der nächsten Folge herausfinden. Ich wünsche euch alles, alles Gute und vielen herzlichen Dank dafür, dass ihr eingeschaltet habt. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende und wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Wiedersehen!